Hallo, mein Name ist Alexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, welchen Sinn es hat, die Ergebnisse der eigenen Arbeit oder sein Vermögen in etwas zu speichern, was ständig verwässert wird, was über Nacht abgewertet werden kann oder sogar für ungültig erklärt werden kann. Was ich damit meine, ist den meisten sicherlich klar, unser Geld. Und wenn man diese Frage Leuten auf der Straße stellt, dann könnte man eine der folgenden vier Antworten bekommen. Der erste könnte sagen, ja, mein Geld ist nicht wässrig, sondern das ist trocken. Schauen Sie hier in mein Portemonnaie nach, alles noch da und nichts Wasser. Der nächste könnte sagen, ja, mein Geld wird auch nicht über Nacht weniger wert. Ich zähle meine Geldscheine jeden Tag und die aufgedruckten Zahlen werden nicht weniger, sie bleiben immer gleich. Oder wenn man noch weiter fragt, kann man vielleicht auch als Antwort bekommen, ungültig ist mein Geld auch nicht. Da steht immer noch die gleiche Zahl drauf. Siehe hier zum Beispiel den 0-Euro-Schein. Da steht immer 0 Euro drauf. Oder Leute, die sich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigen wollen, die könnten sagen, ich habe keine Zeit darüber nachzudenken, ich muss zur Arbeit. Was denkt ihr darüber? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, tut mich auf Telegram kontaktieren. Tor Alexander ist mein Name dort. Schreibt mir, welchen Sinn es hat, das Geld oder seine Arbeit in dem Geld zu speichern, was riskant ist und was weniger wert werden kann. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.